is for the whole humanity. Als sie verstanden hat, dass das Mysterium Christi der ganzen Menschheit gilt, as we heard in today's gospel, wie wir heute im Evangelium gehört haben, when I was sick, you visited me. Als ich krank war, hast du mich besucht. When I was naked, you clothed me. Als ich nackt war, hast du mich bekleidet. When I was hungry, you gave me food. Als ich hungrig war, hast du mir zu essen gegeben. When I was thirsty, you gave me drink. Und als ich durstig war, hast du mir zu trinken When gegeben. I was prison, you visited me. Als ich im Gefängnis war, hast du mich besucht. Therefore, come. Deswegen komm. To my right hand. Kommt auf meine rechte Seite. The place which is preserved for you from the beginning of the world. Das ist der Ort, der für euch vom Anbeginn der Welt reserviert ist. Come, take it. Kommt und nehmt ihn. He did not say you serve the Christians. Jesus hat nicht gesagt, weil ihr den Christen gedient habt. And mother picked up the persons who were lepers. Und die Mutter Teresa hat Menschen aufgehoben, die leprakrank waren. And they were thrown into the gutter, thrown into the drains. Die irgendwie einfach in die Gosse geschmissen worden waren, ja. But she saw them and this word became real when I was sick. Und sie hat diese Leprakranken gesehen. Und für sie wurde dieses Wort Christi lebendig, als ich krank war. And she recognized this is another Christ. Und sie hat verstanden, dass dieser kranke Mensch ein weiterer Christus ist. This leper, in whom the worms coming, we cannot go near such a dirty smell, but that is Christ. Ein Leprakranker, in dem schon die Würmer sind. Wir können nicht nahe kommen, weil es so stinkt. Aber in dem dieser Person ist Christus. Then she got motivation and freedom to lift up that person like her own brother and Christ himself. Dadurch hat Mutter Teresa die Motivation bekommen, diese Person so aufzuheben, diesen Leprakranken, als wäre es ihr Bruder Christus selbst. So a new congregation began. Und dadurch begann eine neue Kongregation. And so many young sisters or ladies followed her. Und so viele junge Schwestern oder junge Frauen sind ihr gefolgt. More than 5,000. Über 5,000. It spread all over the world. Es hat sich auf die ganze Welt ausgebreitet. Every country gave her honor and even the Nobel Prize she got. Alle Länder haben Mutter Teresa geehrt und sie bekam sogar den Nobelpreis. Indian government, a majority Hindu government, gave her a state funeral. Und die indische Regierung, die vor allem aus Hinduisten bestand, gab ihr ein Staatsbegräbnis. What happens in a state funeral? Was passiert bei einem Staatsbegräbnis? That is the greatest honor a country can give. Das ist die größte Ehre, die ein Land jemandem zuteil werden lassen kann. Not only that, aber nicht nur das. All other countries, head of the country has to come and give respect to this person. Aber nicht nur das, alle Leiter der anderen Länder mussten kommen und dieser Person, Mutter Teresa, Respekt zollen. So people came from Pakistan, China, and all the land came to give respect und dann, to this woman. Dann kamen die Leute aus Pakistan, aus China und allen Ländern, um dieser Frau Respekt zu bezeugen, ihr etwas zurückzugeben, sozusagen. So we can say, is it not this word become true that you are the light of the world? Und können wir da nicht sagen, hier wurde das Wort wahr, du bist, ihr seid das Licht der Welt. Yes. The whole humanity recognized her as a
as a true person of Christ. Und die ganze Welt hat Mutter Teresa als eine wirkliche Christin erkannt. What is the reason? Aus welchem Grund? Incarnation. Wegen der Menschwerdung. Oh, our time is too high. Wir sind schon über die Zeit hinaus. We will conclude now. So, we will. So let us understand this Saint Mother Teresa, Saint John Paul II, Saint Francis Assisi. What happened in them? Verstehen wir jetzt also, was in diesen drei Heiligen, im Heiligen Franziskus, Johannes Paul II. Und im der Heiligen Mutter Teresa geschehen ist in ihnen? Of course, all other saints also. Natürlich auch in allen anderen Heiligen, ja. I asked the sister, what is your name? She said, Sister Katharina. Ich habe die Schwester gefragt, wie heißt du? Und sie hat gesagt, Schwester Katharina. Oh, suddenly I felt what a great saint Catherine of Siena. Und ich habe gespürt, Katharina von Siena, was für eine große Heilige. She was the 24th child of her parents who had 25 children. Sie war das 24. Kind von Eltern, die 25 Kinder hatten. And she never had a basic education of writing and reading. Und sie hat nie die Grundausbildung des Lesens und Schreibens bekommen. But she became a nun at the age of 16. Aber sie wurde Nonne mit 16. And she became a doctor of the church without writing and reading. Und sie wurde eine Kirchenlehrerin ohne schreiben und lesen zu können. One book is dedicated to her, which was not written by her, but dictated by her and somebody else written. Es gibt ein Buch, ihr gewidmet, das sie nicht selbst geschrieben hat, sondern sie hat jemandem das diktiert und jemand anders hat das für sie aufgeschrieben. The name of that book is The Dialogue. The Dialogue, that is the conversation with God. Und der Name dieses Buches ist der Dialog. Das bedeutet der Dialog mit Gott, ja? I recommend everyone to buy one of that and read a little bit. Ich empfehle euch allen, eines dieser Bücher zu kaufen, der Dialog, und da ein bisschen nachzulesen. God spoke to her to inform Pope to move from France to Rome. Gott sprach zur Heiligen Katharina und sagte ihr, sie soll denn zum Papst sprechen. Er solle doch von Frankreich nach Rom zurückkehren. Such an uneducated girl. Und so ein ungebildetes Mädchen war das. God wanted to use her to speak to Pope. Aber Gott wollte dieses Mädchen, diese Frau benutzen, um zum Papst zu sprechen. She dictated the message to Pope. Und sie hat eine Nachricht an den Papst diktiert. That the Lord want you not to be in Paris or in France, but to Rome, that is the place soaked with the blood of the martyrs. Und da in diesem Brief, den sie diktiert hat, stand, Gott will nicht, also an den Papst, Gott will nicht, dass du in Paris oder Frankreich bist, sondern in Rom, in der Stadt, das getränkt ist mit dem Blut der Märtyrer. Yes, Lord. Und ja, Herr. He moved from der Papst, France to Rome. Der Papst ist wirklich von Frankreich nach Rom gegangen. That is how today Rome is the headquarters of Catholic Church. Und so ist bis heute Rom das Hauptquartier sozusagen der katholischen Kirche. I send you. Ich sende euch, as my father sent me. Wie mich der Vater gesandt hat. Catherine is not a priest. Katharina war keine Schwester. An uneducated little girl. Kein Priester, sie war eine Schwester, kein Priester, ja. But how God's work happens in her. Aber seht, wie Gottes Wirken in ihr vollbracht hat. And it is she
her words often Pope John Paul II used to quote. Und es waren ihre Worte, die der heilige Johannes Paul II. Oft zitiert hat. If you know who are you, who you are, and if you know who is in you, you can make the world upside down. Wenn du weißt, wer du bist, und wenn du who is in you, und wenn du weißt, wer in dir ist, kannst du die Welt auf den Kopf stellen. That is what John Paul II. Das hat Johannes Paul II. So these are the voice of God and voice of faith, and that is the word of God. Das ist die Stimme des Gottes, die Stimme des Glaubens, und das ist die Frucht des Glaubens. Yeah, it is not psychology or philosophy. Das ist nicht Psychologie oder Philosophie. That is God himself. Das ist Gott selbst. Let us thank God for these mysteries. Lasst uns Gott für diese Geheimnisse danken. There is no difference between us and all the saints. They also have received the same baptism. Es gibt keinen Unterschied zwischen uns und all diesen Heiligen. Alle haben wir die gleiche Taufe empfangen. So let us focus on incarnation more and more. Also lasst uns mehr und mehr auf die Menschwerdung uns konzentrieren. And believe what the Lord has said is already fulfilled in us. Und glauben wir, dass das, was der Herr gesagt hat, in uns bereits erfüllt ist. As my Father has sent me, so I send you. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Sende deinen Geist aus, und alles wird neu. Sende deinen Geist aus, und alles wird neu. Amen. Amen. So now we go for coffee pause and join when you want to come. Yes. Okay, jetzt machen wir eine Kaffeepause und in einer Viertelstunde um 4 Uhr treffen wir uns wieder hier. Yeah, thank you. Danke.